Recht herzlich willkommen zur 32. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, letztes Mal haben wir hier den Pequotischen sind wir unterlegen und naja, mussten einen kleinen beigeben. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Was haben wir denn hier so überhaupt erstmal? Rebellenaufstand, okay. Da gehen wir mal gerade reingucken. Oh, das kommt auch schon bald. Irokesischen Bauern. Maßnahmen. Könnten wir nur Forderungen nachkommen, das will ich aber nicht. Ich glaube, die erheben sich, wenn auch überall, ne? Da müssen wir gucken, wie das wird. Was haben wir hier? Überlegene Einheiten. Oh, deswegen haben wir wahrscheinlich verloren, weil es überlegene Einheiten schon gibt, ne? Indianische. Indianische Akademie. Warte mal, was war das jetzt? Diese Einheiten können besser sein. Indianischer Berg ist überlegen. Ach, den Bergkrieger müssen wir austauschen und die nordamerikanische Kavallerie. Okay. Ja. Dann nehmen wir den doch, ne, wenn der überlegen sein soll. Und die Kavallerie, der nordamerikanische Husar. Ja, gut, dann haben wir das schon erledigt. Kanone. Ist schon die große Gusseisenkanone. Gut. Wenn es das jetzt daran gelegen hat, das wäre ja echt der Hammer, ne? Gut. Unruhen ist klar. Einfacher Beraterplatz ist auch klar. Waffenruhen. Umkämpfte Nahfeuer. Ja, da sind wir jetzt noch dran, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, lassen wir erstmal weiterlaufen. Und überlegen uns, was wir als nächstes machen. Also wir müssten eigentlich schon zusehen, dass wir da nochmal dran erkämen. Aber das kann man da eigentlich sehen, was das für welche sind? Ne, ne? Ne, kann man nicht. Sind die denn jetzt ausgetauscht? Ja, ne. Oder? Ne. Die sind nicht ausgetauscht. Das bedeutet... Warte mal. Können wir welche kaufen? Nee, das sind schon die besseren. Die sind gleich ausgetauscht worden. Okay. Passt also. Bedeutender Mann in unserem Reihen ist gestorben. Unser Land ansehen. Ja. Erbauungskrieg gegen Pequotisch. Französisch, Kanada und Florida haben auch, ja. Hat die Mission verbessert, unser Prestige. Ja, funktioniert auch nicht, ne? Legitimität. Macht. Ja, Prestige ist hier 41 miese, ne? Okay, Geld kommt rein. Darlehen haben wir nicht, haben wir schon getilgt. Ja. Da machen wir schon alles. Da machen wir auch alles richtig, glaube. Sieht auf jeden Fall so aus, oder? Was hier? Ausgezeichnete Wachstum in der Pferdepopulation. Mhm, können wir gekauft. Schön. Weiter mal. Da geht dann demnächst hier was voran. Professionalisierung der Marine. Wir haben kein Wasser. Das bringt uns also so gut wie gar nichts, ne? Ja. Hier dreht sich auch alles, aber nicht das, was wir brauchen. Die Siedlungsform wurde an Kaufmannsrepublik geändert und da in alles. Stabilität, verlieren 4 Stabilität, okay. Und da auch. Und wir haben schon minus 2, konnte nicht so schlimm sein, ne? Da gibt es einen Händler dazu. Da Moral der Armeen. Die Macht der Karawane. Mhm.
Das kann man machen. Ach, weniger als 1, okay. Ja, wir haben noch minus 2, das ist doch weniger als 1 Stabilität. Keine untergebene Nation. Einflussideen abgeschlossen, naja. Da sind noch Sachen, die wir gar nicht erlösen können, ne? Gut. Oh, die 18 Dollar brauchen wir nicht. Dann nehmen wir das Prestige. Das muss ja mal besser werden, ne? Kriegen wir wahrscheinlich nie hin, aber... Da erhalten wir eins. Stabilität mehr als 50. Das wird ja ewig dauern. Gut. Kriegsmüdigkeit können wir erstmal verringern. Da könnte man nur den Forderungen nachkommen, das will ich aber nicht. Was? Portugal, Verteidiger des Glaubens. Okay. 10 von 13 haben wir mittlerweile. Aber die müssen nur aufstocken. Okay, wir haben keine Soldaten, deswegen dauert das noch. Da haben wir auch einen, der kämpfen kann. Ja, gut. Was können wir hier noch machen? Nix, ne? General kostet Geld. Hier, das geht nicht. Aufbauen die neue Welt. Ja, haben wir eigentlich. Aber irgendwie können wir leider nicht kolonisieren. Und die Engländer besetzen das da unten gerade. Ist ja super, oder? Bei den Pequoten. Ja. Haben wir das erst. Stellen wir uns mal an der Grenze, ne? Okay, die haben Frieden geschlossen und das bedeutet schon wieder nichts Tolles. Ja, den können wir jetzt in den Krieg erklären. Jetzt haben die ja keine Soldaten, oder? Und dürfen wir wahrscheinlich nicht, ne? Oder doch? Die sind verbündet mit Großbritannien, du glaubst es doch nicht, oder? Die waren doch da gerade erst vor Ort. Das ist ja komisch. Da ist ein Aufstand. Wir können das ja mal machen, oder? Feindliche Verbündete. Jetzt haben wir auch noch ein Bündnis mit denen. Gut, dann wird das nix. Und da wird auch nix. Frankreich wird mit in den Krieg ziehen. Wie sieht das bei denen aus? Ja, da war nix. Da haben wir keinen Kriegsgrund. Machen wir uns einen Kriegsgrund, oder? Geht. Was ist denn da? Niagara. Machen wir doch mal, oder? So, egal, das kostet nichts, ist auch nichts Schlimmes. Haben wir denn eigentlich, wo waren das? Da, Feinde, ja. Huronen haben uns als Feinde. So, wir müssen uns mal angucken. Wir haben die Huronen als Feinde. Okay. Gehen wir dahin. Geld haben wir genug, ne? Jetzt wüsste ich noch gerne die Verbesserung hier. Die sind ja alle kaputt, ne?
Warte mal. Ach nee, die, da kann ich sie zerstören, die ist nicht zerstört. Alles gut. Bauplatz da erst frei. Gut. Können aber auch nirgends was hinbauen, das ist schon mal klar. Ja, Soldaten haben wir nicht, ne? Da unten sind 5 Aufständische. Können wir die angreifen? Nö. Aber die haben ja die tollen Verbündeten da, ne? Deswegen geht da auch nichts. Da haben wir gleich 9, 10, dann ist es fertig, ne? Okay. Das wissen wir, dass wir Verluste erlitten haben. Waffenruhe wird enden. Und kämpft ein Nachfolger. So. Jetzt kommt da Florida, oder wer? Ja, wir kämpfen gegen die, oder was? Oh, unser General ist gestorben. Das ist schlecht. Okay. Ah, der ist jetzt nicht der Bringer, ne? Okay. Schwarzer Tag für die Kirche. Wer ist das hier? England, ne? Wie ist mit denen jetzt momentan? Ja, geht immer noch. Ja, geht schon, aber. Die haben keine Verbündeten hier, Ron. Da ist gerade besetzt, ne? Okay, das war Niagara. Dann machen wir da doch noch weiter. Wie heißt das? Dieses. Ich würde jetzt gerne sehen, ob die irgendwelche Leute haben, ne? Aber kann man nicht sehen, ne? Müsste man jetzt hier mal so rumlaufen. Das ist auch nicht gesund für unsere Armeen. Guck, da sind schon, aber die haben wir ganz schnell geschlagen, aber auch ein paar Verluste, ne? Da sind auch keine Leute drin. Da kann ich nirgends hin. Sehe ich also nichts. Oh, da haben wir noch ein paar Eingeborene getroffen. Ja, die haben wir aber geschlagen, ne? 6 Infanterie, 2 Kavallerie und 2 Kanonen haben wir dabei. Ich weiß nicht, bringt uns das was? Ja. Ich glaube nicht wirklich, ne? Können wir denn hier schon? Da war das. Ja, Stabilität können wir mal steigern. Ja, müssen wir gucken, was sich da weiterentwickelt, ne? Und wir können ja... Warte. Wie viel durften wir haben an Soldaten? 13? 13. Die werden wir dann auch holen. Dann nehmen wir noch von jedem eins. Geht gerade nicht, ne? Nur einer geht. Ja, toll. Bringt uns nicht so viel, aber... Oder...
Das war jetzt hier diplomatische Macht. Und hier brauchen wir kann ich das jetzt hier sehen, da. Da brauchen wir nicht diplomatische Administrative, war das, oder was ist das? Nee, das ist hier Dingens, militärische Macht. Huron. Ah, die sind, da sind wir aufgefallen, aber halb so wild. Gehen wir da mal hin und vereinen die, ne? Hat er nicht angenommen. Passt. Ich glaube dann. Ja, ist die Armee dran, ne? Die Kavallerie. Oh, das Bündnis mit denen ist schon mal weg. Das ist das Bündnis mit Großbritannien nur noch da. Was haben die denn hier? Übungsplatz, okay. Bei den Huronen gibt es keine Feinde. Ja. Können wir nochmal nachlegen? Ja, machen wir sofort. Dann müssen wir gucken, ob wir das da irgendwie mal einnehmen, ne? So, da sind 12. Verbinden. Jetzt warten wir nur auf die Kanone und dann können wir noch was machen, oder? So, machen wir einen Tacken schneller hier. Wer ist da noch mit im Boot? Immer noch die Engländer. Ja. Und die sind hier direkt neben, ne? Also war das jetzt auch nicht so prickelnd, ne? Gut. Das wäre jetzt passend. Kann man da wen sehen? Okay, da sind noch ein paar Einheimische erwischt. Nicht wirklich, ne? So, dann würde ich sagen, fassen wir Mut. Komm. Zack. Krieg erklären. Die zurückgelassenen Familien. Nationaler Steuermodifikator minus 15. Nö, will ich nicht. Modifikation nationaler Seitenzahl minus 20. Das ist aber auch nicht gut. Nationaler Unruhen plus 2. Komm, machen wir die Unruhen. Artige von den Pensionen. Steuermodifikator. Nehmen wir nochmal die Stabilität. Zack. Angreifen. Jetzt kommen gleich hier zig Truppen anmarschiert. 10 sind's. Okay. Ja, haben wir verloren, ist alles klar. Wir sind mit 13 dahin und die sind mit 10 da, ne? Und wir kriegen es nicht hin. Ist schon krass. Ja, gut. Aber ich sag mal, warten wir gerade noch ab und dann gucken wir weiter. Und 3.047 Soldaten soll ich verlieren, machen wir gerade. Und ja, warten wir ab, was passieren wird. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir da irgendwie doch was hinkriegen. Mal gucken. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.